Herzlich willkommen, lieber Steinbock, zu deiner Tarotkartenlegung für die 42. Kalenderwoche, der Woche, die jetzt am 16. Oktober beginnt und bis zum 22. Oktober geht. Wir haben in dieser Zeit zunehmenden Mond. Und lieber Steinbock, ich bin schon sehr gespannt, wie deine Woche werden wird und mit welchen Energien deine Woche begleitet sein wird. Wir werden erstmal eine erste allgemeine Karte für dich ziehen mit dem Wandering Star Tarot. Und hier sind zwei Karten rausgekommen. Das passiert manchmal, aber gar nicht so häufig. Die Hauptlegung mache ich wie immer mit dem Crowley Tarot. Dann verwende ich auch das keltische Tarot. Und abschließend noch eine Karte vom Mondorakel. Ja, deine Karten haben irgendwie eine besondere Energie. Muss ich schon sagen, irgendwie fühlt sich das schon irgendwie kraftvoll an. Ich weiß nicht, wie ich das dieses Gefühl besser beschreiben kann. Was haben wir denn hier? Wow, es ist kraftvoll. Ja, okay. Hier haben wir den Herrscher und den Teufel. Arbeitswütig könntest du wirklich sehr stark werden in dieser Woche, ne? So richtig Gas geben. Ja, der Herrscher ist Feuerenergie, ne? Tatendrang, Tatkraft. Der Teufel ist eigentlich auch voll, ja, ist deine Energie, wird deinen Sternzeichen zugeschrieben. Der Teufel bringt dir sehr viel Ernst, sehr viel Ehrgeiz und tiefe Leidenschaft für das, was du tust, ne? Auch tiefe Leidenschaft für deine Beziehung natürlich, ne? Dass du hier ein starkes Verlangen verspürst und hier sehr stark angetrieben bist, ne? Überaus stark und viel Energien mitbringst. In diesen starken Antrieb hast du die Möglichkeit, dich selbst zu erkennen, ne? Dich und alles, was dich ausmacht, ne? Auch deine Schattenseiten, die nur Schattenseiten sind, weil sie nicht zutage gekommen oder zutage gekommen sind bisher, ne? Also Schattenseiten sind jetzt nicht per se schlechte Seiten. Wir haben nur womöglich über unseren Verstand irgendwann diese Facette an uns selbst als schlecht tituliert, bezeichnet. Aber das heißt nicht, dass es auch wirklich so ist, ne? Jeden Antrieb, jede Energie kann man auch auf konstruktive und positive Weise kanalisieren und so gestalten, dass es sich selbst nützt und anderen, ne? Und du, lieber Stier, weißt das best. Nicht Stier, warum sage ich Stier, ne? Aber Stier würde irgendwie passen hier. Du, lieber Steinbock, natürlich, weißt ganz genau, wie man mit dieser Energie zu handeln hat. Ne? Deswegen, du weißt, wie du hier Vernunft reinbringst, ne? Besonnenheit und trotzdem diese Energie so stark fühlst. Also stark, starke Karten. Der Herrscher gibt dir die Fähigkeit, deiner Welt Struktur und Ordnung zu geben. Ne? Und vielleicht, ich sehe dich hier sehr beharrlich in dieser Woche und du bist hier sehr fleißig, sehr bestimmt, sehr fokussiert darauf, dein Leben in den Griff zu bekommen und natürlich alles, was damit zu tun hat, ne? Ordnungssysteme aufzubauen, auch alles so zu tun, wie du es für richtig hältst. Ne? Und ich sehe in dieser Karte sehr viel Selbstvertrauen und die Eigenermächtigung und Macht überhaupt, ne? Macht und Führung übernehmen für sich und andere spielt hier auch eine Rolle. Also wirklich hier eine starke, schon fast strenge, aber sehr
Erfolgreiche Energie, ne? Mit dieser Energie kann man viel machen. In deiner Beziehung wirst du hier auch quasi beweisen, dass du für den anderen da bist und wie ernst du es mit den anderen meinst. Auf mehreren Ebenen, auf der körperlichen als auch auf der mentalen, auf der psychischen. Und du sorgst hier für klare Verhältnisse, du sprichst Tacheles, ne? Du erwartest das womöglich auch von deinem Gegenüber, ne? Dass, also in einer Beziehung, dass dein Gegenüber sich jetzt positioniert, ne? Wie ernst dein Gegenüber es mit dir meint. Und weil du jetzt so weit bist, hier wirklich für klare Verhältnisse zu sorgen und du möchtest dir mit den anderen etwas aufbauen, ne? Also, wow. Starke Energien. Du kannst hier wirklich sehr viel erreichen. Wow, und es kommt noch stärker hier, ne? Die 10 der Schwerter deutet darauf hin, dass du in dieser Woche auch Befreiung findest von Sorgen, von Vorbehalten, von Zweifeln, ne? Du hast womöglich, das schauen wir mal uns gleich an, wie das in deiner Vergangenheit war, aber du hast womöglich in der letzten Zeit etwas darunter gelitten, dass du dich irgendwie gedanklich selbst von etwas abgehalten hast, ne? Vielleicht hier eben durch Zweifel, vielleicht auch durch gewisse gesellschaftliche Tabus, die dir im Wege standen, oder halt Regeln, die du und Regeln und oder Verpflichtungen, die du dir selbst auferlegt hast oder dir tatsächlich auch mal in der Vergangenheit auferlegt worden. In dieser Woche findest du Befreiung davon, ne? Kannst dich davon frei machen, loslösen und diese Energie wirken lassen, ne? Lebendig werden lassen. Und dann zeigt sich hier der Magier auch eine unheimlich starke Energie, die hier das, was ich hier beschrieben habe, sehr bestätigt. Denn der Magier gibt dir die Fähigkeit, deine Welt nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Und zwar genauso, wie du es für richtig hältst. Ne? Hier werden Visionen wahr, hier wird die Wirklichkeit, hier zeigt sich die Wirklichkeit. Und du kannst andere Menschen auch von dir, von deinen Vorhaben und von deinen Idealen und Zielen überzeugen. Und das gelingt dir auch auf eine sehr souveräne, man könnte schon meinen, spielerische Art und Weise, ne? Der Magier gibt dir in deinen Handeln, deinen Tun, in deiner Macherenergie einfach auch immer so eine gewisse spielerische, leichte Energie, wodurch sich alles lebendiger für dich anfühlt, ne? Und dich auch weiter motiviert, ne? Also es ist wirklich hier eine unheimlich starke, tatenkräftige Energie, ne? Und der Magier ist oft ein Hinweis, dass es angeraten ist für dich, die Initiative zu ergreifen, für das, was deiner Vision entspricht, ne? Ob es jetzt im Privaten, in der Liebe oder etwas Berufliches hier sein soll oder sogar beides, ne? Natürlich kann eine Energie sich auf mehrere Facetten seines Lebens konzentrieren. Ja, ich sehe in deiner Vergangenheit einen Ritter der Kelche. Das kann jetzt mehrere Dinge in deinem Leben bedeuten. Der Ritter der Kelche könnte auf eine Person in deinem Leben verweisen, eine Person, die in der Vergangenheit vor allem eine Rolle gespielt hat. Oder diese Karte verweist auf dich, lieber Steinbock. Auch wenn du selber kein Wasserzeichen bist, denn hier ist ein Wasserzeichen dargestellt. Fische, Skorpion, Krebs könnten hier ein Hinweis sein. Der Ritter der Kelche ist eine sehr emotionale Person, die auch sehr einfühlsam ist, sehr empathisch, auch sehr bewusst mit diesen Fähigkeiten umgeht. Eine romantische Person auch, ne? Manchmal auch in beruflicher Hinsicht eine Person, die sozial engagiert ist. Du hast durch diese Person oder mit dieser Person irgendwie eine Befreiung bereits erlebt. Also es könnte durchaus sein, wir gucken uns das gleich nochmal genauer an, dass du diese Person kanntest. Vielleicht ist das hier auch eine Ex-Partnerschaft. Und du hast dich jetzt von diesem Menschen gelöst, erfolgreich, ne? Du hast es jetzt verarbeitet. Könnte aber auch sein, dass du diesen Menschen erst kürzlich getroffen hast und er dir dabei geholfen hat, etwas Wichtiges, worunter du gelitten hast, zu verarbeiten. Kann auch sein, dass, ne, diese Karte auf dich verweist
und du selber in einer etwas emotionalen, man könnte melancholischen oder trübseligen Stimmung warst, aber auf diese Art und Weise etwas verarbeitet hast. Ne? So sind ungefähr die Möglichkeiten und wir schauen mal genauer hin. Ja. Ja, also die ganzen, also es geht hier definitiv bei diesen Menschen um Befreiung, Erkenntnis, womöglich auch ein alter Schmerz, womöglich auch Herzschmerz. Womöglich hat man sich, hat dir dieser Mensch das Herz gebrochen oder eben andersrum, ne? Auch wenn man jemand anderen das Herz bricht, ist es so ein bisschen so, dass auch dabei sein eigenes Herz ein Stück weit gebrochen wird, ne? Schmerzhaft, also Erkenntnisse, die einen bitteren Beigeschmack haben, zeigen sich hier, die aber auch zur Heilung dienen, ne? Ja, diese Befreiung, diese Lossagung hat schon längst in der Vergangenheit begonnen. Das definitiv und in dieser Woche lässt du hier Kräfte los, ne? Und tja, entweder hast du dich von diesen Menschen befreit, dann sehe ich bei einigen von euch, dass ihr entweder euch voller Engagement auf die Arbeit stürzt und oder ins Single-Leben, ne? Also, dass ihr hier die Geselligkeit sucht und euch auf den Single-Markt in dieser Woche ein bisschen umgucken werdet und euch auch irgendwie weniger Kopf um alles machen werdet als sonst. Wenn du diesen Menschen kürzlich erst getroffen hast und er dir dabei geholfen hat, diese Themen zu verarbeiten, was ich, ja, es könnte sein, aber es wird nicht bei so vielen der Fall sein, ne? Es ist nicht so wahrscheinlich, aber kann schon vorkommen, dass sich das so zeigt. Ja, dann geht es hier schon auf jeden Fall in dieser Woche beherzter her zwischen euch beiden, ne? Dann verlasst ihr diese kopflastigen Gespräche und es wird so ein bisschen feuriger, vielleicht sogar auch körperlicher zwischen euch. Ja, wir schauen mal weiter, wie es weitergeht, wie es weitergeht. Ja. Auf jeden Fall, sobald du dich hier auf den Weg machst oder na, auf den Weg, sobald du hier anfängst, die Initiative zu ergreifen, ne, und hier tatkräftig an deiner Vision zu arbeiten, wird sich etwas Positives einstellen und es wird dir vorkommen wie etwas, wie ein Gewinn, vielleicht ist es sogar ein Geschenk oder ein Geldgewinn oder eben ja eine sehr günstige Situation. Es befeuert auf jeden Fall dein Vorhaben und unterstützt dich. Du bekommst hier definitiv Unterstützung von außen. Und sobald du anfängst, ne, sobald du anfängst, und das kommt dir auch wie ein großes Glück vor, und es ist ja auch ein großes Glück, ne, du kommst hier wirklich in die Tatkraft. Das ist sehr, sehr schön. Und kannst dich auch eben sehr stark auf deine Umgebung, auf deine Mitmenschen verlassen, ne? Du hast einen stabilen Freundeskreis, stabile familiäre Situationen und bist auch emotional gesehen auch sehr verankert, fühlst dich hier sehr stabil, sehr gefestigt. Und das gibt dir ist für dich ein wichtiges Fundament für alles dein Tun. Und du wirst auch im Laufe der Woche hier sehr viel Wertschätzung dafür empfinden. Ja, du wirst hier wirklich vom Leben beschenkt. Hier kommen erfreuliche Ereignisse auf dich zu, die deinen Prozess unterstützen, die sich im Wachstum befinden. Du baust hier sehr viel auf. Das kann dir auch sehr viel familiäre Geborgenheit schenken. Vielleicht geht es bei manchen von euch auch wirklich um Familienplanung oder um die Erweiterung der Familie, familiären Situation. Kann aber auch partnerschaftlich oder freundschaftlich sein. Auf jeden Fall schenkt dir das sehr viel Gewissheit, sehr viel inneren Frieden. Und das lässt dich auch ein Stück weit bei dir selber ankommen und stärkt dein Selbstwertgefühl, stärkt dein Selbstbewusstsein und du findest hier Bestätigung und inneren Frieden, dass du hier auf dem richtigen Weg bist und die richtigen
neuen, also die richtigen Aktionen einleitest, ne? Du bekommst hier sehr schnell positiven Widerhall und das bestärkt dich weiter. Du solltest in dieser Woche so ein bisschen aufpassen, dass du nicht ja, nicht in so einen Arbeitseifer gerätst, ne? Du könntest dich so ein bisschen überfordern damit. Es wird dir gut tun und es wird auch wichtig sein. Und ich weiß, dass Steinböcke auch Schwierigkeiten damit haben, sich zurückzulehnen und auch das, was man erreicht hat, auch mal zu genießen, ne? Auch mal die Dinge lockerer zu lassen. Ich sehe hier sehr viel Strenge, sehr viel Ehrgeiz und du kannst dich schon hier voll und ganz auf dich verlassen, dass du alles, was du dir in den Kopf gesetzt hast, sehr konzentriert umsetzt. Es ist nur manchmal wichtig, auch sich ja nicht zu erholen, aber auch das Erreichte, das Positive in seinem Leben zu reflektieren, zu erkennen, zu achten, wertzuschätzen, dem Aufmerksamkeit zu schenken. Und ich sehe hier die Neigung bei dir, dass du dich schon ein bisschen selber überforderst und überarbeiten könntest, dass du hier auch viel von dir selbst erwartest. In deiner sozialen Umgebung zeigt sich ein Prinz der Schwerter und der Prinz der Schwerter ist eine jüngere Person, ein Luftzeichen. Wassermann, Waage, Zwilling könnte hier eine Rolle spielen, vielleicht eine Person, die du erst noch kennenlernen wirst. Wenn du eine Familie hast, dann kann der Prinz der Schwerter auch ein Sohn oder eine Tochter von dir sein. Denn hier kann eine sehr kindliche Energie dargestellt sein. Ne? Dieser Mensch spielt dann eine sehr präsente Rolle in deinem Leben, in deinem Sozialleben in dieser Woche. Es könnte aber auch sein, aber ich halte es für ein bisschen unwahrscheinlich, dass du selbst der Prinz der Schwerter bist und von deiner Umgebung als Prinz der Schwerter wahrgenommen wirst. Vor allem aber ist es auf jeden Fall klar, dass du sehr präsent sein wirst in dieser Woche, ne? Sehr gesellig. Das sieht man an mehreren Punkten und es scheint auch wichtig zu sein, diese Geselligkeit voll und ganz zu genießen. Der Prinz der Schwerter möchte dich dazu inspirieren, mal auch etwas Neues auszuprobieren, der Neugier freien Lauf zu lassen und neue Ideen auszutauschen, sich kommunikativ zu zeigen. Hier spielt auch die Befreiung wiederum eine Rolle und sich das Lösen, sich Lösen von alten Schmerz, von alten Problemen, von Zweifeln, von Einwänden, die aus dem Verstand kommen. Um so wirklich Platz zu machen für neue Energie, für neues Potenzial, für frischen Mut und Lebendigkeit, ne? Du möchtest, du hast hier auch eine hohe Ethik und bist auch recht zuversichtlich, dass du deiner eigenen Wahrheit, deiner eigenen Ethik gerecht werden kannst. Du möchtest das diesmal aber alles wirklich sehr, sehr gut machen, ne? Also, und da kommt dann wieder raus, dass du doch recht streng mit dir bist, ne? Also, oder sehr hohe Erwartungen hast an dich selbst. Und das kann sehr gut sein, aber natürlich sollte man es nicht übertreiben. Ich glaube, so ein Stück weit, diese 8 Kelche, ich glaube, ich habe sie ein Stück weit missinterpretiert. Denn ich glaube, das bezieht sich womöglich noch auf die Vergangenheit, dass es hier Gefühle gibt. Und ich glaube, das deutet mehr auf eine Trennung hin zu diesem Ritter der Kelche oder womöglich eine andere Person. Es gibt hier Gefühle aus der Vergangenheit. Die fühlen sich einfach nicht mehr so stark an. Die sind so ein bisschen versiegt, ne? Die sind so ein bisschen, die
verlieren ihre Wirkkraft, die verblassen. Und das können natürlich auch trübselige Gedanken sein, die hier verblassen, die einfach dann nicht mehr dir so wichtig erscheinen, ne? Auch wenn sie vielleicht mal überwältigend waren. Ja, und das ist eben auch ein Thema, von dem es sich hier zu lösen gilt in dieser Woche, ne? Du kannst dich davon befreien. Und diese Energie, die hier noch, ich meine, es sind 8 Kelche, ne? Die muss man halt auch irgendwie aufrechterhalten, ne? Es ist 8-fache Energie. Also es ist sehr viel Aufmerksamkeitsenergie, die man hier verschwenden könnte. Wenn man sich sich davon befreit und das alles auf einen Ast konzentriert, dann ist man viel fokussierter und du hast hier viel mehr Energie und Platz gespart, ne? Also es geht hier wirklich womöglich darum, wirklich deine Gefühle ein bisschen aufzuräumen, ne? Deine emotionale Welt zu ordnen. Beim Aufräumen ist es ja wirklich ähnlich, ne? Deswegen kam mir, glaube ich, auch dieses Bild, dass ja, je mehr Dinge man in seiner Wohnung hat, desto mehr ist seine Aufmerksamkeit verteilt. Wenn man jetzt so eine ganz cleane Wohnung hat, ne, ist es eigentlich so am Ende funktionaler und man kriegt seinen Alltag besser auf die Reihe. Und natürlich kann so eine erfüllte Sache, also es ist jetzt auch so, dass es Wohnungen gibt, die sind so erfüllt von Dingen, das kann auch manchmal sehr schön sein. Und manchmal ist Zerstreuung und dass seine Aufmerksamkeit auf verschiedene Dinge gelenkt werden, auch schön. Aber bei dieser Achter-Situation ist das nicht mehr der Fall. Da sind womöglich die Gegenstände verstaubt oder sie sind einfach nicht mehr hübsch oder aus der Zeit gefallen oder ja, sind womöglich auch kaputt, nicht mehr funktional und dann ist das einfach keine positive Atmosphäre, ne? Also ich sag hier, die Gedankenwelt ist auch auf jeden Fall ein Teil, der aufzuräumen gilt. Aber das passiert womöglich automatisch, denn ja, du bist dabei, auch deine Welt zu ordnen hier, ne? Also mal Tatkraft in die Aktion gehen, auch sich unter Menschen zu begeben, das wird auch echt sehr wichtig sein in dieser Woche. Und ich kann mir vorstellen, dass das Aufräumen der eigenen Gefühlswelt dann eher so eine Art positiver Nebeneffekt dessen ist. Denn du hast eigentlich ja schon bereits viel hier verarbeitet in der Vergangenheit. Was erwartest du denn? Du möchtest Frieden, du möchtest harmonische Verbindungen und ich glaube, deine Hoffnungen werden sich erfüllen. Du möchtest auch mentale Klarheit, du möchtest mit deinen Gedanken in den Frieden kommen, ne? Du hast jetzt auch einfach keine Lust mehr, dich mit diesen alten Problemen rumzuschlagen. Also die Bereitschaft von dir, sich hier von einigen Gedanken zu lösen, und die ist schon sehr hoch, ne? Ist schon sehr hoch und ist sehr gut. Tatsächlich wirst du hier diese Harmonie, diesen Frieden, diesen harmonischen Zustand, den du anstrebst, den wirst du mehr im Miteinander finden, ne? Vor allem in der Familie und im engen Freundeskreis und natürlich auch in der Partnerschaft, ne? Je nachdem. Das ist ein bisschen seltsam und schade. Denn das zeugt auch wieder, dass halt doch ein paar Themen hochkommen könnten. Vielleicht ein paar Ängste, ein paar Sorgen. Ich sehe hier irgendwie dich mit Verlust konfrontiert, mit Verlustängsten. Vielleicht ist dir das dann dieses Loslassen vielleicht doch noch nicht so ganz geheuer. Vielleicht hast du auch Angst, dass sich das letztendlich auf deine sozialen Verbindungen, auf deine Familie und deine Partnerschaft negativ auswirken könnte. Es gibt hier eine Verlustangst, die es zu ergründen gilt.
Wenn man viel hat, hat man auch immer Sorge, viel zu verlieren, ne? Ich glaube, du hast hier schon viel Zusammenhalt und hast irgendwie die Sorge, dass du hier etwas verlieren könntest. Manche von euch könnten wirklich auch einen sehr großen Geldbetrag die Woche bekommen. Und dann ist natürlich die Sorge plötzlich da, was macht man mit dem Geld? Wie kann ich das sinnvoll anlegen oder sinnvoll investieren oder ausgeben? Was passiert, wenn ich hier irgendwie etwas weggenommen bekomme? Plötzlich hat man etwas zu verlieren. Ich sehe aber gleichwohl, dass du hier sehr realistisch mit der Situation umgehst und auch dir eine kluge Strategie überlegst. Aber irgendwie zum Wochenende, zum Ende der Woche hin, dreht sich die Energie hier sehr stark, ne? Also das passt hier irgendwie gar nicht zu dem hier. Aber wahrscheinlich, weil du bis dahin auch wirklich viel erreicht hast und sich deine Situation wirklich dann bis dahin ändert, ne? Und plötzlich andere Probleme eine Rolle spielen. Diese sieben der Scheiben können auch so eine Art Wehmutstropfen darstellen. Vielleicht wird dir dann plötzlich auf einer anderen Ebene bewusst, dass du hier wirklich eine Situation verlassen hast und plötzlich wird dir das klar und dieser Abschied ist mit einem Wehmutstropfen begleitet. Abschied könnte diese Karte auch bedeuten. Der endgültige Abschied von einer Person. Ja. Wir schauen mal, was die Mondenergie zu deiner Situation sagt. Nichts ist in Stein gemeißelt. Beweglicher Mond. Ja, alles ist im Fluss, ne? Die Dinge verändern sich stetig. Es ist manchmal nicht leicht, das zu akzeptieren, ne? Manchmal ist es nicht leicht, aber an anderen Stellen fällt es dann auch eigentlich ein viel leichter. Manchmal ist das auch einfach sehr, sehr erleichternd und schön, dass eben alles irgendwie sich verändert und im stetigen Fluss ist. Lieber Steinbock, ich wünsche dir auf jeden Fall eine sehr tatenkräftige, dynamische Woche mit vielen positiven, erfreulichen Ergebnissen und Ereignissen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.